Und da heiße ich herzlich willkommen zurück. Das Schöne ist ja, dass wir diese bis jetzt 23 Folgen, aber eigentlich 24 mit dieser ersten Vorlesefolge, ja, die habe ich alle am Stück, ne, nicht ganz am Stück, ich habe zwischendurch was gegessen und so, aber die sind fast alle am Stück entstanden. Das mache ich nur für euch, ja. Einfach weil es Spaß macht. Weil Civ cool ist. Also weil es Spaß macht. Ich hätte halt gerne Flugzeuge, die den halt richtig wegwichsen können. Ein Problem, was wir haben werden, ist, dass die Flugzeuge, die wir momentan haben, sowieso keine hohe Reichweite haben. Also die, ich denke mal, die Doppeldecker, ich habe die noch nie benutzt. Die Jäger habe ich schon mal benutzt. Aber wie gesagt, weil der geht mir nämlich hart auf ein Schwackes hier. Schön ist, dass wir gleich auch noch Kohle werden, sehen werden. Und wir sind aber eigentlich schon irgendwie, also wenn man es genau nimmt, sind wir schon fast, also wir hängen halt hier extrem hinterher bei der Dampfmaschine. Da kommt halt Elektrizität, was auch sehr sau wichtig ist. Wir sind aber hier schon beim Verbrennungsmotor. Museen stehen im Kampf um Kultur von Gut gegen Böse an vorderster Front. Auf jeden Fall aber beim Kampf gegen alles Geistlose und Primitive. Wir haben ein Weltwunder erschaffen. Quila wird belagert. Ich habe keine Ahnung, was Quila oder wo Quila ist. Hier kann ich das nicht einfach kaufen. Hier haben wir genug Kram. Ja, das ist der Chinese, der sein Versprechen wieder mal gebrochen hat. Das ist ja nun. Speer gerade die Beförderung Ranger verpasst. Was wird denn das? Da sind wir 544 Geld abgetappt. Das ist jetzt nicht so krass. Was wird denn das mit der Franzosentante hier? Was will die denn? Ich meine, also beziehungsweise was, wo will die denn hin mit den Siedlern? Das kann ja nicht gut ausgehen. China, China, Junge. Alles los. Wir sind jetzt eine Demokratie. Alter, hier laufen so viele Sachen durch. Wir haben einen neuen Stadtstaat. Yerevan haben wir hier getroffen. Uruk. Ach du Scheiße. Wer ist denn das? Huch, ey, hallo. Ulm. Eureka für das Funkwesen. Wer ist das denn? Ach, das ist hier er. Ja klar, Uruk. Guck mal, er hat den Koloss. Krass. Was baut er da? Achso, das sind diese Stufenbrunnen-Dinger. Da ist gleich die Fabrik fertiggestellt, das ist auch sehr gut. Frankreich denkt über einen Krieg gegen Griechenland nach. Aha. Da bin ich echt gespannt. Das geile Aquädukt, ja. Der Kongo oder Arabien hat Sanna einen Schreier, okay.
ein bisschen das Gefühl, dass der Kong auch so ein kleines Arschkind ist. Ich weiß gar nicht wieso. Jetzt überlege ich gerade, wen wir da einsetzen. Am besten wären eigentlich... Musketiere, theoretisch. Wir wollen aber auch bombarden. Wir bauen erstmal Feldkanonen. Feldkanonen sind immer gut. So, wir müssen halt einen Zermürbungskrieg gegen den führen. Wir müssen halt seine Truppen reduzieren, bevor er so alt ist. Wichtig ist auch, dass wir dann halt... Jetzt kriegen wir erstmal gleich Kohle und das Panzerschiff. Ein Panzerschiff spielt aber momentan keine Rolle. Ich meine, wir können damit theoretisch die Küstenstädte bombardieren. Beziehungsweise angreifen. Das geht da wieder ganz gut. Die Wissenschaft verdankt der Dampfmaschine mehr als die Dampfmaschine der Wissenschaft. Das ist wahr. Wir haben einmal Kohle direkt da in unser Einzugsgebiet. Das finde ich zum Beispiel schon mal ziemlich gut. Aber halt nur einmal. Ich sehe auch gerade nur das eine Mal. Da oben ist halt noch einmal Kohle. Bei Theben. Hier ist zweimal Kohle. Erstmal die normalen Teile. Wir haben eine neue Quelle für Kohle entdeckt. Einmal da. Muss mir sagen, dass sie da drunter ist. Die zweite Quelle. Ja, das ist ja ärgerlich. Die kriegen wir jetzt auch nicht mehr. Selbst wenn ich die Dinge abreißen würde, würde ich ja die Quelle nicht mehr wiederkriegen. Das war es ja vorher nicht. Trotzdem dumm. Da hat wieder Nantes gebaut. Das ist ja vollkommen bescheuert. Die Stadt kann ja nix. Was soll, die kann sich ja gar nicht ausbreiten. Weil hier ist ja meine Landesgrenze schon. Hier ist der Stadtstaat, also hier Jakarta.
der Kater und hier ist ja der dämliche Grieche ja schon. Das ist ja ein Schwachsinn. Die sind eindeutig verzweifelt. Ich meine, ich könnte mich auch ausbreiten. Ich müsste mich theoretisch auch noch ein bisschen ausbreiten. Aber doch nicht so eine schwachsinnige Städte. Ich klatsch doch da nicht irgendwo einfach eine Stadt rein, nur um noch eine zu haben, die ja dann überhaupt keine Produktion bringt, weißt du? Das ist, weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Dann können wir ja mal wenigstens einen Handel mit der Stadt betreiben. Mehr Wohnraum. Ja. Ich arbeite dran. Was? Neuen Stadtstaat, Buenos Aires. Ah ja, okay. Die möchten gerne religiöse Bekehrung, das lässt sich mal. Sarah. Tustrismus, weißt du? Und hier die haben Judentum. Das ist ja herzallerliebst. Washington hat einfach nur das Pantheon Göttin der Flüsse. Und Kairo ist natürlich im Islam verfallen. London ist im Judentum und Sparta auch. Das ist schon ein bisschen widerlich. Vorhin hat seine Freundschaft mit Indien verkündet. Indien ist gerade auf St. Huf unter der Destingi de Bama. Was? Ja. Natürlich. Ach, er wirft doch da ein komisches Stückchen Dreck da weg. Mal ganz ehrlich, mir kribbelt so in den Fingern, den zuerst wegzumachen. Aber wir müssen den Chinesen im Zaum halten. Der Chinese ist halt. Der bedroht ja auch meine Grenze, das ist ja das Nächste. Der stellt ja seine Truppen hier fett auf. Ich meine, hier oben ist keine Sau, ne? Trotzdem. Geht mal der. Keine Ahnung, die hat genauso eine Scheibe wie der Schwarze. Es ist ja als allerliebst. Jetzt wird das hier erstmal Kohle, ich Chef. Jetzt haben wir zwei Kohle. Technologiestand, großer Fortschritt. Jetzt wüsste ich gerne mal ganz kurz, woher wir die zweite Kohle kriegen. Salpeter, Eisen, Kohle. Auch nur in Berlin. Ja, so. Das kann also sein, dass. Ach, keine Ahnung, ist mir ja relativ woogie. Wir haben halt einfach zwei davon. Bolschoi-Theater, nein, würde ich jetzt nicht. Wir machen erstmal noch einen Archäologen. Oh, was hier? Beim Kass. Cassus Belli, für einen Krieg gegen die. Ja, was denn? Ein Kolonialkrieg. Was? Ein Kolonialkrieg würde doch bedeuten, dass sich unsere Ländereien aneinander grenzen. Was? 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 Habe ich irgendwas verpasst? Müssen wir nicht sagen. Nee, ist ja nicht hier oben. Was? Was?
Kolonialkrieg bedeutet doch, dass sich die Grenzen der Länder exakt gegenüber liegen. Da kann ja... Was? Also das Einzige, wo ich nicht sehe, wer es genau ist, ist hier. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist Griechenland. Ich habe da überhaupt keine andere Siedlung. Causus Belli. Alles klar. Kolonialkrieg. Jetzt hat sie da drüben Abydos gegründet. Alles klar. Ich muss mal niesen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Gerade. Jetzt haben wir in Jakarta kein Ozean mehr, natürlich. Ja, das ist wie Dach. Das ändert sich aber. Bis? Da kommt einer, guck dir den Araber an. Da kommst du da in den, auf den Kontinent, weißt du, dann kommt gleich der Araber mit seinem hässlichen Islam und greift sofort meinen an. Ha. Alles klar. Kann der jetzt da eigentlich an Land gehen? Alles klar. Hätte der jetzt nicht eigentlich... Ja, der hat die anderen Religionen damit ausgelöscht, gut. Das war das, was ich nur wissen wollte. Wäre nämlich doof gewesen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wie sonst. Das hätte ich nicht so gut gefunden. Also wir wären mit dem Religionssieg echt so krass gewesen. Weil die haben sich halt alle hier überhaupt nicht um Religion geschert, weißt du? Der Einzige, der auf diesem Kontinent Religionen verbreitet hat, war hier, hier Peter. Peter war der Einzige, weißt du? Die anderen, die hat das überhaupt nicht gejuckt. Religion, was? Noch nie gehört. Was für Typen? Unter weißer Klippen, fester Krone, herrscht tiefster göttlicher Frieden. Jo, die Küste von Dover. Wer kennt sie nicht? Naturwunder entdeckt, ja, ich weiß. Reporter Walburga hat in den Forschungen für Chemie. Hm? Solange wir die Ersten sind, die Uran kriegen, ist gut. Wenn wir mal Kohle gefunden, das ist ja schon mal gut. Wir brauchen ja dann auch noch fucking Dings, ne? Wir brauchen ja Treibstoff dann. Ach, die Scheiße. Arabien hat die Forschung für Dampfmaschinen beschlossen. Arabien ist vor allem ein kleiner Lutscher, weil er einfach mal meine Dings da weggeklaut hat. Hat einfach meinen Abwasser weggemacht, der Arsch. Die geile Militärakademie mal wieder. Mehr Wohnraum, ja, die fordern aber auch mal. Speer ist jetzt zur Beförderung verfügbar.
Wenn ich dem jetzt zum Beispiel da den Krieg erkläre, ja, dann fällt der ja hier auf Ulm übelst ein. Der macht ja Ulm weg. Da steht ja schon mal fest, dass der Ulm angreift. Wenn ich da jetzt, ne? Dann würde der Ulm auf jeden Fall zusetzen. Ich überlege gerade so ein paar Szenarien. Also nicht unbedingt super. Sansibar möchte, dass wir einen Handelsweg entsenden. Das können wir auch mal machen. Wenn wir denn Zeit finden dafür. Und einen Weg. Junge. Eine Börse oder was ist mein Hangar, oder? Ich will für den Hangar. Und gleich die Urbanisierung. Ah, da kriege ich die Wohnviertel her. Leute, das ist ja gar nicht mehr. Stimmt ja, das ist ja gar nicht bei Technologie, sondern bei Ausrichtung. Ja, Low Clap, Schnauze. Dass ich mit dem überhaupt Handel treibe, ja, das ist auch total bekloppt. Aber die folgende Technologie ist ja auch mega wichtig, weil wenn wir nämlich keinen Wohnviertel haben, hast du nämlich hier verloren, weil dann kann sich die Stadt irgendwann nicht mehr entfalten. Amerika hat gerade den Kilimandscharo entdeckt, das ist ganz schön übel. Komm schon. Eure Exzellenz, ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, weitere Wohnviertel für unsere wachsende Bevölkerung zu errichten. Wir sollten... Ja. Wohnviertel mit größerer Ansiedlung... Die industrielle Revolution und das Wachstum urbaner Dichte haben zu einem Gefühl der Anonymität... Die industrielle Revolution und das Wachstum urban... Es war. 50%... Anziehungskraft von Geländefeldern. Ja, das sieht ganz gut aus, denke ich. Mobilisierung, das ist ganz gut, weil dann können wir nämlich Armeen bilden. Naturforscher. Ein Wohnviertel plus 4, plus 4, plus 4, plus. Oh hier, plus 6, krass. Als erster Wohnviertel. Plus 6 ist natürlich schon geil.
Jetzt haben wir gleich die Normbauteile, dann können wir nämlich die Infanterie zusammenlegen. Beziehungsweise, nee, da würde ich eher hier einen Infanteriekorb komplett voll machen, also, ne? Und da noch eins, dass ich da auch welche rekrutiere. Ja, aber das ist sinnvoller. Wir konnten unsere Landwirtschaftstechnik weiter verbessern. Viele von uns sorgen sich mehr um unsere Automobile als um unsere eigenen Körper. Dabei gibt es für das Auto Ersatzteile. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.